fertig machen zum Jubeln. Die Deutsche Fußballliga hat den ersten Spieltag der Saison 2012-2013 bekannt gegeben. Es ist die 50. Spielzeit und die beginnt gleich mit einem Klassiker. Meister und Pokalsieger Borussia Dortmund empfängt zum Auftakt am 24. August den SV Werder Bremen im eigenen Stadion. Ein attraktives Startprogramm. Das hat auch der Aufsteiger der Sportvereinigung Greuther Fürth erwischt. Das Team von Trainer Mike Büskens startet am ersten Spieltag zu Hause gegen den FC Bayern. Trainer Jupp Heynckes und seine Mannschaft sind nach der Reihe von Vizetiteln hungrig auf Erfolge. Dazu empfängt Hannover den FC Schalke, Mönchengladbach spielt gegen Hoffenheim, Wolfsburg muss nach Stuttgart, Freiburg trifft auf Mainz, Augsburg hat Aufsteiger Düsseldorf zu Gast, Hamburg empfängt Nürnberg und Leverkusen gastiert beim dritten Aufsteiger Frankfurt. Bereits am zweiten Spieltag ist Derbyzeit in der Bundesliga. Am Rhein bekommt Aufsteiger Fortuna Düsseldorf Besuch vom Nachbarn aus Mönchengladbach. Im Nordduell reist der Hamburger SV zu Werder Bremen.